Entschuldigung, falls es jetzt mitten im Satz, falls ich jetzt weg gewesen bin, ich habe leider gleichzeitig gedrückt und, gesprochen. Ich bin so aufgeregt. So, ich weiß, es könnte gefährlich werden. Ich kann es aber nicht einschätzen, weil wir haben immerhin schon eine recht gute Rüstung eigentlich. Ich kann es aktuell nicht einschätzen, ob es jetzt für uns gefährlich wird oder nicht. Es sei denn, wir treffen jetzt natürlich irgendwelche Bossviecher wieder. Dann okay, dann habe ich ein Problem. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich müsste gleich da sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich würde es tagsüber im Sumpf mehr Sinn ergeben. Weil dann sonst nichts spawnt. Ich glaube nämlich, dass die Schleimse auch tagsüber spawnen. Kann mich aber täuschen. Ich weiß es nicht zu 100% leider. Ich glaube, ich muss hier hin. Ich glaube, da drüben muss ich hin. Das ist nur Wetlands. Das ist kein Sumpf, kein richtiger. Und ich glaube, da spawnen auch keine Schleimse dementsprechend. Ich glaube, wir müssen da noch einen Tick weiter rüber. Aber ich bin sehr gespannt. Und mir hängen schon wieder die Haare in der Fresse. Oh, ich muss unbedingt zum Friseur, Alter. Oh, schlimm. Da drüben sehe ich einen Creeper rumkrebsen. Den möchte ich nicht unbedingt anlocken. Oh, und diesen Matsch hasse ich genauso, weil der ist immer so lahmarschig. Das nervt immer total. Blech. So, wir sind gleich da. Jetzt bin ich gespannt. Und der ist ja so schnell. Und ich sehe schon wieder, da drüben sehe ich schon wieder einen Vogel, glaube ich. So wie der hier angeschossen kommt. Ja, und jetzt komme ich natürlich nicht groß vorwärts, weil ich im Wasser sitze. Ja, mach dich selber platt. Töte dich selber, du blöder Vogel. Jetzt geh doch mal aus dem Wasser raus, Mädel. Was ist denn los? Ich habe nur Angst, dass mein Schild kaputt geht gleich. So, Feierabend. Alter, der hat mein Schild ganz schön zerfetzt. Ich glaube, ich muss das auch mal aufrüsten. So. Okay, das sind Marschen. Das ist offenbar auch kein Sumpf, kein richtiger. Oh, noch mehr. Ich brauche keine Marschen, ich brauche einen Sumpf. Einen richtigen Sumpf. Ich habe gedacht, das wäre ein richtiger Sumpf. Scheiße. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ein richtiger Sumpf aussieht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass er auch so ein bisschen zerfetzelt aussieht. Ja, jetzt sind wir eh schon nachts unterwegs. Jetzt können wir auch weiter unterwegs sein. Ich hasse hohes Gras. Da sieht man kaum was. Ich hätte hier gern einen Sumpf. In meinem privaten Spielstand habe ich den Vorteil, dass ich direkt, ja schon fast neben einem Sumpf gespawnt bin zu Beginn. Auf einer einsamen Insel wohlgemerkt. War auch sehr interessant. Na, ihr habt Spaß. Finde ich gut. So, ich glaube, ich muss aber auch mal wieder was essen.
glaube, ich muss das Schild noch mit einem Diamanten überziehen, wenn ich wieder zurück bin. Weil der hat, das Viech hat unserem Schildchen doch ganz schön zugesetzt, glaube ich. Das war nicht so optimal. Vor allem verstehe ich nicht, wenn das Schild kaputt ist, kann man doch das kaputte Schild trotzdem noch hochhalten. Aber gut, das ist halt Minecraft. Was will man da schon sagen? Schon wieder Wetlands. Oh, mit diesem bescheuerten Matsch überall. Blech. Ich will doch nur einen richtigen Sumpf. Einen richtigen Sumpf, wo ich markieren kann. Oh, der Morgen bricht an. Das ist auch gut. Einen richtigen Sumpf hätte ich gerne. Und das war natürlich die ganze Zeit jetzt kein richtiger Sumpf, ne? Das ist... Ah, hier ist... Lush Swamp. Gehört das auch noch dazu? Das weiß ich jetzt nicht, ob das ein richtiger Sumpf sein muss oder ob das auch dieser Lush Swamp sein kann. Was jetzt dieses Lush oder Lush heißt, das weiß ich jetzt nicht. Ein Luschensumpf wahrscheinlich. Und das ist gerade unpraktisch, dass es jetzt der hell geworden ist, weil ich sehe jetzt nicht mehr, ob hier Schleim so spawnt. Das sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Ich markiere das hier gerade mal als eventueller Schleimsumpf. Lieber Sinobin, wenn du dich damit auskennst, mach doch da mal bitte eine kurze Meldung, ob das auch hier passt oder ob das tatsächlich nur Sumpf heißen darf. Also ein Originalsumpf. Das sieht giftig aus. Ich glaube, das ist auch Gift. Das sieht nämlich nicht aus wie Wasser und ich bin da einmal reingesprungen und war fast sofort tot. Weil es giftiges Wasser war, beziehungsweise weil ich nicht mehr so schnell rauskam, wie ich tot war einfach. So, das ist immer noch der Luschensumpf. Die Blümchen nehme ich jetzt nicht mehr mit, die sperren nur Platz für unterwegs. Hier haben wir wieder ein schönes Schneebergchen. Kommt auch immer ganz gut, wenn man zum Beispiel seine Schmusis machen möchte. Da haben wir auch wieder so einen Giftsumpf. Ich gehe aber nicht rein. Auch wenn man es ruhig mal demonstrieren könnte, was dann passiert. Aber ich mache das trotzdem nicht ganz so gerne. Das ist nur ein sinnloses Sterben und wieder dahinlaufen. Das macht nicht sonderlich viel Sinn. So. Hier haben wir ein paar Schafe und wieder Schnee. Hier haben wir einen Höhleneingang. Was haben wir denn sonst noch hier in der Umgebung? Oh, ein Dorf! Da ist ein Dörfchen! Ein Dörfchen. Guten Tag, Leute. Mitnehmen brauche ich hier nichts. Wir haben ja unser Feld voll. Das Einzige, was ich suchen möchte, ist eine Schmiede. In der Hoffnung, dass da vielleicht ein paar schnuckelige Sachen sind. So, was? Kaslamarkret. Ach, guck mal, hier ist das Dingens. Was? Kaslamarkret. So, was haben wir denn hier? Nix. Wow. So, dann schauen wir mal, vielleicht finden wir eine Schmiede. Wo dann eventuell wieder Ding drin sein, ein paar Fragezeichen drin sein. Ah ja, ein paar Rüstungsfragezeichen. Und hier könnte ich theoretisch die Bücherregale mitnehmen. Und ja, hier ist eine Schmiede. Sehr nice. Wo ist es? Hier. Hallo. Und ein paar Herzen. Was ist das denn?
Pulsating Iron Ingot, ja. Eine Eisenspitzhacke. Das nehmen wir natürlich alles mit. Manchmal würde ich ganz gerne eine Truhe vollstopfen und würde dann die vollgestopfte Truhe einfach nur einstecken. Wäre auch eine Idee. Aber dafür hat man ja die, die Rucksäcke. Von daher wäre das ein bisschen unnötig. So, das war's jetzt allerdings mit dem Sumpf, ne? Wo sind wir denn? Da unten. Das war's jetzt allerdings schon mit dem Sumpf. Es sei denn, wir müssten hier vielleicht noch ein bisschen lang. Aber wir könnten ohnehin so langsam nach Hause eigentlich. Weil den Sumpf haben wir entdeckt. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob es ein passender Sumpf ist, wo sie spawnen. Da muss dann der gute Sinobin mir mal Rede und Antwort stehen. Ob es denn tatsächlich auch einer der Sümpfe ist, wo die spawnen. Oder ob das wirklich direkt Sumpf heißen muss. Weil ich weiß es leider nicht. Ich hab mich bisher immer auf meine Schleimfarben verlassen. Und ach, guck mal. Hey, das können wir hier markieren. Das hier können wir markieren. Ein wunderschöner Kiesstrand. Hier können wir unseren Kies farmen, den wir für unsere versenkten Steine brauchen. Guck mal, hier ist noch so eine Portion, so eine schöne große. Ich glaube, ich habe gerade sogar Lava blubbern hören irgendwo. Oh, schick. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein Seasonal Forest. Ein saisonaler Wald. Sieht aus wie ein Herbstwald. Und da sehe ich auch wieder Hundis auf der Karte. Ach ja, mit den Bienenstöcken und so müssten wir vielleicht auch mal anfangen. Ups. Ein saisonaler Wald. Der mir mal ganz getrost in die Fresse knallt. Oh, da haben wir Birken. Aua, aua. Oh, das hat weh. Das war mein Knöchel. Da oben. Ach, guck, da haben wir auch wieder Lava. Ich höre irgendwo einen Schleim. Da. Hallo. Ihr dürft Selbstmord begehen. Yeah. Ihr dürft sehr gerne Selbstmord begehen, wenn ihr möchtet. Habe ich definitiv nichts dagegen, aber euren Schleim nehme ich auf jeden Fall mit. Weil das gibt uns wieder Pünktchen. Also zum... Ich vermute jedenfalls mal. Ich muss mal ausprobieren, aber ich glaube, das hat dieselbe Wirkung wie ganz normaler Stein, ganz normaler Schleim auch. Ich weiß jetzt gar nicht, lag da jetzt noch mehr? Es kann auch sein, dass das, weil da unten ja auch Lava ist, dass das eher von der Lava kommt. Aber ich gehe nochmal zurück und schaue nochmal. Da müsste ich jetzt irgendwo hoch. Ach guck, das sind nur ein Blümchen und ein Pilz. Mehr ist das nicht. Sehr schade. Das ist halt leider auch immens hoch. Weil die haben nämlich auch Schleimblöcke, glaube ich. Mit Schleimblöcken und so haben wir die. Aber da muss man sich halt immer sehr weit nach oben bauen. Und ich muss erst ausprobieren, ob man diesen Schleim auch für diese Kolben nehmen kann. Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht. Oh, was sehe ich denn da? Da grinst mich doch schon was von Weitem an. Oh, Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Ein einzelner Kürbis.
Ihr gestattet, ich packe das Ganze mal hier rein. Ein paar Leitern haben wir sogar schon, aber ich glaube, 20 würden niemals bis ganz da oben hin reichen. Da drüben haben wir ein paar Kühe. Ein bisschen Zuckerrohr, da haben wir ja jetzt genug, da brauchen wir nichts mehr mitnehmen. Da, 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 da. Was für eine schöne Ebene das hier einfach ist. Da habe ich direkt Angst, dass wieder irgendwo ein Drache sitzt, ehrlich gesagt. Aber wie schön diese Umgebung hier gerade aussieht, dieses Grasland. Das ist echt schön. Ups. Und bitte ohne die Füße zu brechen. Wäre nicht so dolle. So, wir marschieren langsam wieder Richtung Heimat. Was ist das? Ein Portobello-Pilz. Portobello-Pilz, was auch immer ein Portobello-Pilz ist. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, ein Portobello-Pilz ist halt ein Portobello-Pilz. Ist auch logisch. Alter Schwede, was... Huch. So, jetzt muss ich gucken. Da drüben wartet wieder sehr viel... Was ist das da oben? War das nicht hier? Ach, da oben ist wahrscheinlich wieder so ein Eis. So ein Eisdorf. Da oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich da hochkommen würde. Das ist wieder so ein kleines Eisdorf. Wo irgendwie nichts ist, außer zwei, drei Leute. Ach, guck, da haben wir wieder ein paar Kürbisse. Aber ich glaube, wir haben schon ganz gut Kürbissamen gesammelt, glaube ich. Oje, ich weiß gar nicht, ob ich da drüber komme. Ich will es mal hoffen. Zur Not muss ich auf meine Steine zurückgreifen. Wups und wups und wups. Oh, wups und wups. Sieht noch ganz gut aus, dass ich hier hochkomme. Ich habe eine Schaufel dabei. Wir könnten eventuell... Haha, wir könnten auch Schnee wieder mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, könnten wir auch Schnee mitnehmen. Ein bisschen zärtlich. Oh Gott. Wer hat denn hier jetzt gekichert, Alter? Boah, hast du mich jetzt gerade erschreckt? Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Böses. Schnee, Saphir. Und Saphir zu Eisenschaufel. Ja, theoretisch könnte man hier jetzt eigentlich viel abbauen und die damit bezahlen. Lohnstaub möchtest du? Was? Drachenknochen? Ja, klar. Gasträne? Freilich. Warum nicht? Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als hier Drachentöter zu spielen. Halber selber dabei drauf zu gehen und dann dir die Drachenknochen zu verkaufen. Ich meine, Schnee kannst du gerne haben. Das ist nicht das Problem. Schnee kannst du sehr gerne haben. Da gibt es ja genug hier. Und ach komm, was kommt denn da angeschissen? Komm, geh weg. Ich brauche keiner. Wie kann der das wagen? Da drüben ist auch noch mal. Da drüben sind auch noch ein paar Häuser. Ich gehe aber erstmal am besten irgendwo
rein. Vorausgesetzt, ich finde irgendwo eine Tür. Hallo, der hat doch hier. Und mach hier jetzt mal ein bisschen Schnee. Und da kannst du eigentlich mal ein bisschen Schnee haben. Ich habe zwar keine Ahnung, für was diese Saphire sind. Für Ice and Fire. Oh, ich kann Saphirsamen machen. Oder kann das halt eben zum Dekorieren scheinbar nur nehmen. Also sonderlich für was Interessantes. Für was sonderlich Interessantes, glaube ich, ist es nicht. Geht scheinbar wirklich nur für die Blöcke, aber gut. Was soll's. So, dann beeil dich mal. Und für 4 Saphire eine Eisenschaufel, Packeis, eine Silberschaufel und 10 Saphire für ein Lederbrocken. Ist ein bisschen extrem, meinst du nicht auch? Gibt es denn noch andere, die Schnee... Oh, wie cool das hier gerade aussieht. Und jetzt wächst das hier auch übrigens wieder zu, ne? Also mit Schnee. Wenn es dann mal schneit, dann... Oh, hier ist keiner. Doch, hier um die Ecke. Wie kannst du dich so verstecken? Ach, das warst du mit der Gasträne? Wie schön das dann aussieht, wenn es so dunkel ist und dann schneit. Ich finde, das sieht voll geil aus immer. Ei. Oh, was? Der will 32 Schnee für einen Saphir haben? Mann, bist du teuer. Der will die Hälfte, der will eine Stackhälfte haben. Der andere wollte nur einen. Das ist echt krass, muss ich gestehen. Das ist echt krass. Nee, da bleibe ich lieber bei dem da. Ja. Gut, eine Eisenschaufel. 4, 5 und 1. 3, 5. Und 1. Ja, da mache ich lieber eine Eisenschaufel raus. Oh, ja. Komm, regeneriere dich wieder. Dankeschön. So, dann kann ich auch wieder hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht. Ich hoffe, dass es Sinn macht. Gibt's was Neues? Was ist das? Was? Dracheneis? Diamantschaufel! So kriege ich Diamanten. Und der will nur einen. Und der will nur einen Diamanten für eine Diamantschaufel haben. Aber hier mal 3 Stück für so eine Lederhose, weißt du? Und hier 4 für eine Diamant. Hä? Was ist das denn? Frosttrollleder. Nee, dann nehme ich da hier. Komm, gib her. Gib her, Alter. Alter, ich räuber den mit Diamantdinger einfach aus. Ach Quatsch, das da. Gib her den Stoff, ey. Ja, so kommt man übrigens auch sehr einfach an Diamantschaufeln. Nur so nebenbei bemerkt. So kommt man an Diamantschaufeln. Was war das? Nix. Ach, Dracheneis. Was kann ich denn mit Dracheneis machen? Dracheneis. Was ist das? Dracheneisspitze? Gar nichts. Aber gut zu wissen. Ich glaube, dieses Dörfchen muss ich mir mal markieren. Hier kommt man, glaube ich, relativ einfach
an Diamantschaufeln dran. Was ich doch eigentlich, ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Dass man hier so einfach an Diamanten rankommt. Es ist zwar immer nur ein Diamant, was man beim Entzaubern rauskriegt, aber es ist immerhin ein Diamant. Es ist immerhin ein Diamant. Ach, jetzt durfte ich gerade mal ein Diamant, eine Schaufel kaufen. Da, 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 da. Na? Vor allem, der versteckt sich vor mir. Der hält immer dieses Ding vor sich und versteckt sich. Aber guck mal, ey, was wir jetzt Diamanten hier rausgewinnen können. Ja, kicher nur. Was ist das eigentlich? Ein Frosttrollleder. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh, es wird hell. Aber so kann man echt richtig gut. Hallo, Mr. Skelett. Ach, das ist so ein Frostskelett, ja. Ein Frostskelett. Habe ich bisher auch noch nie gesehen gehabt. Oder ein Eiswanderer, wie man sagt. Das sind halt diese Skelette, die halt tatsächlich im, ja, in kalten Biomen halt auftauchen. War tatsächlich eine Premiere. Ich glaube, dieses Skelett hat gerade diesen Köcher fallen gelassen. Das hat der gute Sinobin nämlich auch programmiert. Dass die Skelette auch mal Köcher fallen lassen. Also ohne, dass man sie tötet, sondern halt einfach so nebenbei beim Laufen. Wobei ich mir nicht weiß, was man mit den Köchern eigentlich macht. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung, was man mit diesen Köchern macht, aber sie sind wohl nützlich. Und schon wieder einer. Kann ich den vielleicht... Ist da Pfeile drin? Nö. Oh. Oh je, da unten ist ein Zombie. Der dem Dorf Ärger macht. Du Viech! Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? So, bleib doch mal... Halt! Bleib doch mal stehen! Ein Fisch. Eine Angellanze? Ich habe leider keinen Fisch da. Das tut mir leid. Ich habe leider keinen Fisch, den ich dir geben könnte. Wo ist denn der andere? Hier sind doch noch mehr. Noch ein Fisch. Ach, das ist der gleiche. Was hat der andere? Noch ein Fisch. Okay, die haben das gleiche. Das sind zwei Angler. Gibt's hier auch noch ein... Hä? Bin ich denn doof? Ach, da. Ach, das sind alles Angler. Nee, ein Schamane haben wir hier. Ach, der will die Gastränen haben. Und das andere, was war das andere für eine? Ein Eismacher oder was? Ach, guck mal, da unten ist auch noch. Ich habe irgendwie das Gefühl bekommen, aber zu dem gar nicht hin. Weil der irgendwie die Tür nicht richtig hat. Ich glaube, da hat die Tür an der falschen Stelle. Ich glaube, da müssen wir uns von oben reingraben. Vorausgesetzt, er ist... Ja, er ist hier, er ist hier. Hallo! Ein Craftsmann. Ja, guck, der will jetzt 16. Aber gut, gif mal her. Theoretisch müsste man das eigentlich trotzdem machen. Weil man einfach schauen muss, was sie danach noch anbieten. Weil siehst ja, ne, der bietet dann irgendwie eine Schaufel an für einen Saphir und hat vorher jede Menge Scheiß angeboten, den man nicht gebrauchen kann. Man müsste da also tatsächlich mal schauen, was die sonst noch so anbieten. Alter, der will 10 Saphire für ein Leder haben. Pff. Ja!
Oh. Ich finde die Geräusche von denen immer so knuffig. Na komm schon, erweiter dein Programm, Jungens. Zwing mich nicht hier dein Haus abzubauen. Kommst du hier überhaupt raus? Geh mal weg da. Ich will hier mal... Er kommt hier nicht raus. Guck mal, der Arme. Ich glaube, wir machen dem mal einen Weg nach draußen. Der Arme ist hier voll eingesperrt, weißt du? Wir machen dem mal einen Weg nach draußen. Das arme Ding. Wir befreien ihn jetzt mal. Oh. Oh shit. Ah, jetzt so. Ich bin hier gerade auf sehr gefährlichem Terrain. Hallo, was braucht da so lange? Mensch. So, der Arme, damit er mir jetzt nicht erstickt. Ist doch ein ganz schön weiter Weg nach oben, ne? So. Ist doch ein ziemlicher Weg. Ich habe hier irgendwo noch ein paar Steine. So. Dann setze ich hier aber noch ein paar Fackeln hin. Hä? Ach nö. Hätte ich nicht machen sollen. Vielleicht doch keine gute Idee gewesen. Junge, du bist frei. Hey! Hey! Jetzt schmilzt hier das ganze Gelumpe. Och Mann. Oh, wie blöd. Nein! Und natürlich schmilzt es von ganz oben. Sodass auch wirklich komplett sämtliche Fackeln weg sind einfach. Ist klar. Oh Gott. Aber tatsächlich überall, ne? Also. Naja, kein Wunder, hier ist alles voll mit diesen Wasserdingern. Da ist es natürlich eine Frage der Zeit lediglich, wann halt das nächste Wasser halt kommt. Weil die Fackeln bringen halt das Eis zum Schmelzen. Das ist normal. Das ist leider normal. Und da haben wir noch eins. So, jetzt aber. Jetzt setzen wir noch ein paar Fackelchen hin und hoffen, dass das jetzt alles war. Und ich beende jetzt mal ganz schnell die Folge. Bis gleich!